So, 30.11., ein weiterer Spieltag liegt hinter uns, ein weiterer steht bevor heute mit zwei weiteren Gruppenentscheidungen. Ich werde es jetzt heute wieder all in one machen, also alles in einem Video und vielleicht über die Timeline unten irgendwie was angeben, wo man was findet. So, wir haben also die Entscheidung gehabt, in Gruppe A war es, ne? Ecuador, Senegal. Wo sich Senegal also den Sieg benötigt hat und den Sieg auch geholt hat. Hier habe ich ja X2 war ganz leicht indiziert, sieht man hier unten auch noch 3,16, 3,13 und bei mir 3,13, 3,10, also jeweils 3 Hunderten, oh, Verdammt, 3%, also 3 Hundertstel über fair, was natürlich keine klare Indikation dann ist, sondern es war nur hier von dem Wasser. Ich trinke noch einen Schluck. So. Und hat es trotzdem nahegelegt, weil ich sagte, nö, an Senegal hat mir eigentlich nichts gefehlt gegenüber meiner Erwartung auch in den vorherigen Spielen. Selbst wenn sie gegen Katar eben auch statistisch leicht sogar, naja, glücklich nicht, sondern halt nur leichte Vorteile hatten gegenüber der Erwartung, aber gegen Niederlande waren sie halt besser als erwartet eigentlich. Also da war es eben dann eine unglückliche Niederlage und ein glücklicher Sieg, was ja, naja, medial wird ja sowieso da alles halt falsch verarbeitet, eben immer nur am Ergebnis orientiert. Und wir sehen auch schon an diesen Einschätzungen, an diesen, das sind die Kehrwerte der Wahrscheinlichkeiten, die liegen nahe beieinander und besser weiß man es halt vorher nicht. Und das weiß eben auch kein anderer, also wie es ausgehen wird. Und dass mir das dann während des Spiels hergeleitet werden soll, dass das sich hier logisch ergibt oder so, ist eben Blödsinn. Es ist halt einfach Fähnchen nach dem Wind. Und einfach nur das Ergebnis, ja, dann sich als Experte dadurch zu verkaufen, dass man alles erklären kann, nachdem es passiert ist. So, und dann auch die Unvermeidbarkeit quasi mit immer neuen Aktionen. Das heißt, also, wenn ein Spielstand zum Beispiel von 0-0 auf 1-0 geht, auch manchmal für die Falschen, dann wird direkt danach argumentativ, kommentatorenseitig, also wird dann die Seite dieses der führenden Mannschaft eingeschlagen, aber nicht im Sinne von, dass die jetzt irgendwas gut gemacht hätten, weil gut kennen die Leute nicht, sondern nur, dass der Gegner dann eben doch zu wenig und da fehlt es eben und hier und da, ne? So, und diese ganze Route, die ist natürlich nur spannungstötend, ne? Jetzt auch nochmal zurück auf dieses diese neuen wogenden Wahrscheinlichkeiten, habe ich mir bloß überlegt, das müsste eigentlich mein Grundthema sein. Aber schieben wir das trotzdem jetzt nochmal ein ganz bisschen nach hinten, vielleicht diese Geschichten, und dann schauen erstmal nur noch, also wie gesagt, diese Einschätzung war absolut okay, zumal ich ja auch Senegal auf Weiterkommen hatte und jetzt noch weiterkommen. Und sogar Niederlande auf WM-Titel, was natürlich jetzt, wo sie noch keine besondere Werbung für gemacht haben, wenn man die Gruppenphase sich irgendwie halt durchgemogelt, auch als Spitzenreiter natürlich, dann würde man schon sagen, dass sie noch die Besten waren von den vier. Aber dann ist eben trotzdem sozusagen, dass man sagt, jetzt geht es eben erst los, so wie sie dann auch sagt nach dem England-Qualifikation. Jetzt geht die WM erst los. Das ist natürlich alles Blödsinn, weil die Spiele sind alle hart und schwer. Und außerdem, naja, wenn man so ein Event kommerzialisieren möchte und das auch in der ARD, wir können ja sagen, wir haben genug Geld oder so, die Leute zahlen ja sowieso alle, egal ob sie es sehen wollen. Aber wenn man es vermarkten will, würde man ja nicht sagen, die Vorrunde hätten wir uns sparen können, weil jetzt geht es erst richtig los. Also schaltet nicht ein vorm Achtelfinale, so ungefähr. Also ist ja Ihr Ratschlag, weil es war ja eine Dame, die mir das erklärt hat, dass die WM jetzt erst losgeht. So, naja, also das ist eben alles Anti-Werbung, das ist eben, also wenn man DDR darf man nicht mehr sagen, aber da haben sich halt auch nicht dafür interessiert, wie das irgendwie ankommt bei den Leuten, die Produkte, und haben eben nicht sich Mühe gegeben dafür etwas gut verkaufen zu wollen. Und vielleicht sogar mehr draus zu machen, was natürlich die Werbung normalerweise macht, aber es ist eben auch ansprechend, wenn man jetzt eben, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wenn jemand da im Kaufhaus sein Bügeleisen vorführt und dann
die Leute da zusammenschreit, also zusammenruft, dass sie hier kommen und das besondere Produkt hier sehen, wie toll dieses Bügeleisen ist oder so, dann ist es natürlich das Marktschreierische, wie auch immer. Also dann finde ich es auch nicht mehr so toll, aber es gibt natürlich auch Produkte, die einem schmackhaft gemacht werden, dadurch, dass sie eben gut verkauft werden. Und das wird halt beim Fußball absolut nicht gemacht. Also nicht in deutschen Fernsehanstalten, die ja dann aber trotzdem auch mal in der Diskussionsrunde aufgebracht hatten, die Frage, warum der brasilianische Kommentator, aber die bringen ja dann immer nur von den Mannschaften, also wo das Heimatland sozusagen das Tor geschossen hat, dann den Kommentar. Aber das würde ja in Deutschland trotzdem auch nicht, jetzt jemand sagt, und dann, jetzt ist er drin oder so, sagt er dann halt. Und der schreit da sein Goal und die machen ja auch diese, wer hält am längsten durch, ne? Die Stimme beim Goal. Und ich habe dann auch mal versucht mitzuhalten. Aber die können es natürlich länger. Diese Rekorde aufzustellen, aber dann haben sie trotzdem mal die Diskussion aufgebracht, überhaupt, ob eben, warum das da so emotional und bei uns so wenig. Ist ja immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil eben diese Emotionalität fehlt vollkommen, weil es eben durchgehend eine Videoanalyse ist. Eine Videoanalyse macht man im Nachhinein. Die Videoanalyse unterscheidet sich von einem Live-Bericht, von einer Live-Reportage davon, dadurch, dass man den Ausgang kennt. Und sie machen eine Videoanalyse, wenn sie den Ausgang nicht kennen. Also müssen sie den Ausgang halt danach erklären. Also es ist noch schlechter als eine Videoanalyse, weil es auch einfach nicht, überhaupt nichts stimmt daran. Aber die Live-Reportage hätte eben den Effekt, dass man selber gespannt ist. Dadurch, dass man gespannt ist, transportiert man diese Spannung auf den Zuschauer, weil man eben nicht weiß, was passieren wird. Und dann würde man eben den Zuschauer hineinziehen ins Geschehen und infizieren mit und von der Spannung, dass es ihm eben Spaß macht. Und bei uns machen sie halt das komplette Gegenteil, eine permanente Analyse, die eben überhaupt keiner hören will und die noch dazu total falsch ist. Also schlechter geht's eben nicht. So, und dass sich dann also die Experten da auch einreihen und sich auch quasi dann gezwungen werden, wenn wie schlecht Katar war, eben jetzt wenn wir auch mal das aufs Spiel, dass sie dann also praktisch eine ganze Halbzeit lang oder wenn es nach dem 2-0 dann nur noch analysieren, also 40 Minuten lang wird erklärt, wie schlecht Katar ist. Und nichts anderes, es gibt kein anderes Thema mehr. Und dann aber auch der Kommentar dazu, hier ist das Spiel komplett eingeschlafen. Und noch dazu, dass die Katari sich da immer noch freuen würden, irgendwie Zuschauer, oder wenn sie einen Angriff haben und das dann so belächeln, die Stimmung ist ja hier, meine, also so ungefähr. Weil wie kann man so einen Außenseiter hier, so eine Katastrophenmannschaft noch bejubeln, wenn sie einen guten Angriff machen? Aber auch dann eben darauf zu verweisen, dass im Parallelspiel richtig Action ist und wir hier so einen Scheiß übertragen müssen. Aber darauf läuft es ja immer hinaus. Ne? Also nach 30 Minuten wird einem regelmäßig erklärt, warum haben sie eigentlich eingeschaltet? Wir haben noch keinen einzigen Torschuss gesehen. Also so ungefähr halt. Ne? Und ja, insofern alles katastrophal, grauenvoll, schrecklich, unerträglich, miserabel, unterirdisch, wie sie selber gerne sagen. Und so schlecht sind sie wirklich. So, und wissen davon nicht anscheinend oder werden halt nicht aus der Position verdrängt, weil eben wenn hier einem jemand immer nur erklären kann, dass es genau so steht, wie es steht und dazu nachher erklärt, dass es genauso verdient war, weil eben, und Japan hat eben gegen Deutschland gewonnen, weil das alles falsch war. Und nicht, weil sich die Wahrscheinlichkeit durch Zufall eben, wie sie es einfach so tut, ne, auf diese Seite geneigt hat. Und die Torchancen, die da waren für Deutschland, was er dann auch nochmal gesagt hat, die Torchancen waren ja immerhin da. Also alles war auch nicht falsch. Nee, nee. Aber es war eben trotzdem fast alles falsch, weil vor allen Dingen Ergebnis. So, also Niederlande hat gewonnen. Es war nach diesen Werten hier. Nach meinen Schuttoren 1,07, 0,98 haben sie fast gar keine Vorteile gehabt. Und noch bei den X-Goals haben sie halt 1,57 zu 0,14. Das kennen wir ja schon, das Prinzip, dass sie sich dann eben ein bisschen mehr immer Richtung der Tore neigen, weil eben die Tore selbst sind häufig eben größere Chancen. Und trotzdem behaupte ich eben, dass die Chancen selber auch manchmal durch Zufall zustande kommen, wobei ich eben Katar tatsächlich am Anfang, als der sagte nach 12 Minuten, dass die Niederländer jetzt merken, dass sie hier doch Widerstand, da ist ja ein Fähnchen am Wind, weil es steht ja 0-0. Da habe ich gedacht, also merkt er denn gar nichts? Ich meine, diese Abwehr ist wirklich schlecht, aber da sind sie ja nicht schlecht, weil es ja 0-0 steht, also nach seiner Auffassung. Also sagen wir so,
diese Abwehr sah nicht danach aus, als ob sie jetzt alles entgegenwerfen würde, um hier eine Niederlage zu vermeiden und was eben alle anderen tun. Oder dann auch ein 1-0 über die Zeit zu bringen. Und das haben die eben überhaupt nicht gemacht von Anfang an, was ja absolut positiv und erfreulich ist, eigentlich für den Fußball. Und trotzdem könnte man eben sagen, du, hier kannst du die Tore, ne, wie sagt man da, mit Ansage oder das wird schon bald drin sein. Also das hätte ich ihm mal halt zugerufen, aber ich habe ja dafür jetzt auch keine Beweis, also keine Beweismittel. Also weil ich eben, ich sehe es dann und denke es mir und habe dann halt keinen Zuhörer. Aber wenn ich ihn hätte, ich hätte gerne einen Kanal dafür natürlich, dass man auch live manchmal sowas sagen kann. Aber also von daher, aber das finde ich halt absolut okay, dass sie eben jetzt einfach nicht sagen, hey, wir müssen hier mit allen Mitteln ein Gegentor verhindern, sondern eben sagen, ja, wir wollen gerne ein bisschen positiven Fußball noch und den Leuten ein bisschen Spaß machen. Und das haben sie halt im Prinzip auch gemacht. Wie gesagt, also hier wäre die Überlegenheit 1,57 zu 0,14, aber auch nicht den 1,19 entsprechend, sondern wäre es halt so eine 1,30 vielleicht. Weil man muss ja 1,57, dann muss er ja erstmal reingehen. Kann eben trotzdem sagen, dann dieser Verwaltungsmodus und das können halt alle heute auch die, wie gesagt, jeder verteidigt ja und also Tendenzwechsel gab es natürlich in der Weltmeisterschaft, aber halt auch nicht ohne Ende jetzt, ne? Also dass man sagt, wer führt, der gewinnt so ungefähr, ne? Aber es ist ja trotzdem ein bisschen Drama auch passiert, kann man jetzt nicht so sagen, aber das haben sie ja auch dann in der ARD noch diskutiert nachher. Ja, so richtig Spaß macht es eigentlich nicht und jetzt machen sie es darauf. Finden Sie es, keiner guckt so richtig und so. Und jetzt führen Sie es eben darauf, dass die politischen Umstände und das alles. Und nie kommt jemand auf den Gedanken, dass A, der Fußball selbst das im Grunde nicht hergibt, also weil eben einfach keine Torchancen und das negative defensive Denken ist halt beflügelt, auch weil es eben nachteilig ist, wenn man angreift und die Abwehr öffnet, aber auch weil die Stürmer eben permanent benachteiligt werden. Ich sage nur, wenn diese Schlotterbeck-Grätsche, die ja, wo er so gefeiert wird, wenn die der Stürmer umgekehrt machen würde, dann wäre es immer, immer, immer stürmervoll. Nur die einzige Frage, ob er gelb kriegt oder rot, also so ungefähr halt. Also, weil man eben als Stürmer so nicht hingehen darf. Also, das darf man nicht. Du kannst nicht einfach plötzlich um den Mann rumgrätschen und ein bisschen Ball spielen, ein bisschen. Er hat ja den Ball gespielt, bloß dann sollen es halt laufen lassen, bloß dann dürfte es der Stürmer halt auch. Und das darf er eben nicht. Und das ist halt die Ungerechtigkeit. Die liegt nicht darin, dass er hier keinen Elfmeter gibt, sondern man muss eben das Verhältnis richtig bekommen. Ne? Also, die Stürmer dürfen ja gar nichts, weil, wenn sie einatmen, fällt der Verteidiger hin und dann ist es halt stürmervoll. Und das ist immer, immer, immer und immer, immer, immer ungeprüft. Also, immer, immer, immer fällt er, immer, 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 immer Freistoß, nie, nie, nie geprüft. Also, ob es ein Foul war. Und die Kommentatoren sagen dann eben oft genug: Ich habe da nichts gesehen, ja, ich auch nicht. Schiedsrichter pfeift aber, geht weiter. Ja, wieder ein kleiner Prozentsatz einer Torchance verloren gegangen. Eben nicht ein ganzes Tor. So, Fakt ist hier, Senegal hat es super gemacht. Das habe ich eben hier umgesetzt, auch mit dem leichten Vorteil bei mir in den Schuttoren, die einfach nur die Statistiken sind umgerechnet, aber schon mit einem guten Algorithmus. Aber der Algorithmus geht noch besser, der ist hier primitiv, also der ist einfach, sagen wir. Und die X-Goals orientieren sich wieder vollkommen am Ergebnis 0,93 zu 2,02. Also sie rechtfertigen es wie die Kommentatoren. Aber das Spiel habe ich ja nicht gesehen, kann ich jetzt nicht sagen. Größe der Chancen wird schon dann gewesen sein. Bloß ich bin ja sowieso zufrieden, weil ich habe im Senegal gesagt, Senegal hat gewonnen, Senegal hatte die Vorteile. Und insofern ist es mir egal, ob die dann noch mehr Recht haben, dass es genau 1 zu 2 ausgehen muss. Wales gegen England kann man eben dann doch abhaken, auch wenn ich sage, jetzt halt, für mich hat Wales ja trotzdem bis zur 51. Minute dicht gehalten, dann kam ein Doppelschlag, dann kann man sowieso nicht, aber man kann nach dem ersten Tor nicht mehr, weil es ja von den Außenseitern eben mehr ganz wenige schaffen. Na ja, klar, Saudi-Arabien, dann ist es halt passiert. Oh, das wollten wir überhaupt nicht. So, und ich habe hier anscheinend irgendwas eingeschaltet, was ich nicht wollte. So. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen, da sehe ich bloß die Statistiken, die sind dann auf Seiten von England. Es ist dann halt doch eine ausreichende Überlegenheit. Gareth Bale ist runtergegangen zur Pause. 51. fällt das Tor, damit ist das Spiel entschieden. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Wie gesagt, nach Marktquoten
1,42, da habe ich hier dann sogar 1,55 ungefähr umgerechnet. Now, laut X-Goals ist es natürlich dann doch wieder diese so 1,20 vielleicht oder 1,25. Ja, so ungefähr 1. Ja, ich kann es jetzt nicht so genau ausrechnen im Kopf. Aber es ist halt dann eine höhere Überlegenheit, aber eben auch aufgrund der gefallenen Tore. Und hier ist eben die Differenz nach den reinen Statistiken geringer. So, und da ich hier, ja, bei Iran-USA muss man dann eben sagen, hier war ja diese 4,16-2,15. Das habe ich jetzt hier umgerechnet. Der Markt war ja mit 1,98. Die 0,86 zu 1,51 sind ja in etwa sogar nur nach 1,90, 1,95 so ungefähr entsprechend. Vielleicht auch 2,0. Auf jeden Fall in der Größenordnung des Marktes. Und das, also ich meine, jetzt sich da wirklich festzulegen, was die richtige Einschätzung ist. Dazu muss man eben den modernen Fußball sozusagen kennen, verstehen und ihn hassen, verachten. Alles darf man ja gerne. Toll, was sie alles können. Schlimm, was sie mit den Regeln machen. Noch schlimmer in Deutschland, was die Kommentatoren machen. Aber ansonsten ist es halt natürlich großartig, was sie können, aber sie dürfen eben nicht Fußball spielen, weil eben die Verteidiger immer im Vorteil sind und weil es dadurch eben taktisch unklug ist, anzugreifen. Die USA haben es super gemacht. Die erste Halbzeit war eine hinreißende Leistung. Man einfach sagt, Mensch, kann sich denn sowas nicht mal auszahlen? Ich habe natürlich Iran und dann kann ich ja auch sagen, ja, ich kenne doch auch das Spiel. Die sagen eben 0-0 ist ja unser Ergebnis. Also spielen wir so rum. Das heißt also, USA müssen ja was machen. Naja, und dann ist halt, das ist halt das Ereignisspektrum, was wir hier halt zur Verfügung haben. Ihnen gelingt die Führung oder sie gelingt ihnen nicht. Sie ist ihnen gelungen, sie war verdient, schön rausgespielt, Pulisic, wie er dann noch weggerammt wird da und in die Zange und das. Und das ist ja alles so der Standard, wie verteidigt wird. Und von Elfmeter Strafen, der Ball war drin, nun sei mal froh, lass dich mal mit der Trage, Hauptsache ihr habt ein Tor. Also das ist grauenvoll, weil man ja auch sagen könnte, hey, wenn ihr so hingeht, dann kriegt ihr trotzdem noch alle drei gelb, so ungefähr, weil es halt Mist ist, was ihr da macht. Ne? Und ne, dann würde man ja auch eine freiere Aktion sehen. Aber der muss sich da mitten reinschmeißen oder so, obwohl er eben Erster ist und wird eben, ja, und dann muss er ja runter nachher noch. Keine Ahnung, ob es jetzt schlimm ist, aber das ist natürlich grauenvoll, sowas zu sehen. Aber dass das Tor total verdient war und alles gut gemacht und dass sie eben permanent dafür gearbeitet haben, alles okay, so ist der Fußball, okay. Ihr könnt ja genauso wie ich euch dagegen auflehnen oder das weiter mitspielen, das Spiel. Ich meine Auflehnung besteht ja darin, dass ich darauf aufmerksam mache und versuche, Reichweite zu erzielen, ist ja klar. Und wer eben sich den Gedanken anschließt, hat eben schon einen kleinen Schritt getan in die richtige Richtung dann, ne? Dass wir das halt durchsetzen. Und dass es eben einfach nur Spaß macht. Und so wie es ist, macht es eben nicht richtig Spaß. Also, naja, weil eben die Ereignisvielfalt halt nicht ganz so doll ist, ne? Trotz der überragenden Klasse von all diesen Leuten da unten. Also auch eben Katar hat sich super stark präsentiert, also finde ich eben. So, dass es halt Spaß macht. Und dann sagt man, ja, ich wünsche dir ein Tor, aber das Tor fällt ja nicht. Das ist halt zu schwer, ein Tor zu schießen. Ja, aber wie schön wäre es denn, wenn das Spiel ausgehen würde, 5 zu 3 oder so zum Beispiel, ne? Dann würde es einfach richtig Spaß machen halt, ne? Und da ist alle Chancen sind da. Also die Regeln richtig auszulegen. Nicht zum Vorteil der Verteidiger permanent. So, und USA hat super gemacht, dann führen sie. Und dann ist halt, sehen wir ein anderes Spiel, wie es so schön heißt, ne? Und dann hat der Iran halt alles getan und alles nach vorne gebracht, auch geduldig gespielt, immer mehr Wellen nach vorne. USA kam ja überhaupt nicht mehr. Das ist dann halt eine Abwehrschlacht, muss man sagen. Und es liegt nicht am Kräfteverschleiß, sondern es liegt daran, dass sie das Ergebnis haben und dass dem Gegner das Tor fehlt. Dann wissen halt alle, was zu tun ist. Und Iran wusste es vielleicht ein bisschen weniger gut, aber man kann ihnen ja auch nichts vorwerfen, weil wir können nicht sagen, die müssen alle auf dem gleichen Niveau sein. Das wollen wir ja auch gar nicht. Also wir wollen ja ein bisschen Niveauunterschied. Ja, dann so toll waren die Chancen dann halt doch nicht, auch wenn man sagen würde am Schluss, ja, irgendwo haben sie es doch verdient. Ja, so ist halt ein Scheiß. Spiel, wenn ich es mal so sagen darf. Und dann schafft man halt nicht den Ausgleich, man hat das Drama, es unterdrückt das Drama, der Schlusspfiff ertönt, ist halt kein Drama. Das Drama wäre ausschließlich, wenn der Ausgleich fiele. Und ich wünsche ihn mir, klar, weil ich es auch jetzt getippt habe, aber ich würde natürlich trotzdem auch dann sagen, ja, aber USA war doch trotzdem in der Summe die bessere Mannschaft. Ne? Aber sie müssen es halt auch zeigen dürfen oder zeigen und nicht sagen, jetzt haben wir das Tor, ab jetzt machen wir. Ne, alle Mann nach hinten. So, naja, und jetzt haben wir diesen Teil vielleicht, hoffentlich, eventuell mal
Abgeschlossen bei 20 Minuten. Okay, verstehe. Verstehe alles. So, und ich bring's trotzdem alles unter hier. Vorschau? Nö, wir machen erstmal die Titelchancen, ne? Titelchancen, Veränderungen ist nicht so ein überragendes Drama jetzt, denke ich mal. Also, was sich hier verändert hat, ne? Hier sind halt meine Chancen aus der Simulation, die ich dann eben doch immer laufen lasse. Also nach jedem Spiel und könnte auch gerne ein bisschen größer sehen. Das eine ist eben, ach, das habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal gemacht, da ich das hier nochmal sortiert hätte. Naja, dann könnt ihr das mitverfolgen hier, wie ich das sortiere. Ist es hier wenigstens in, ja. So, Inhalte einfügen, nur Werte. Und jetzt müssen wir halt noch die Daten sortieren, freigeben. Das will ich doch gar nicht. Datenbereich sortieren, erweiterte Optionen nach Spalte B. So, habe ich noch nicht gemacht. Naja, ich hoffe, man kann es hier gut sehen. Ist über mich rüber. Na gut, dann machen wir es wieder kleiner. Obwohl, wer will mich schon sehen, ne? So. Also, 4,79 bleibt, 20,86 hat sich kaum verändert, können wir ja gleich nochmal gucken. Hier sind da, also jetzt die Titelchancen, Entschuldigung. Sortiert nach diesen, ne? England ist jetzt hier wieder auch ein bisschen aufgerückt, ne? Ja, also hier, das können wir jetzt wenig, beziehungsweise zunächst noch nicht so viel sagen, vor allem nicht im Vergleich. Hier haben wir diese Chancenveränderungen, genau. Und da ist eben Niederlande ganz klar, sind halt die Gewinner 1,4% Zugewinn. Wir müssen eben sehen, dass es ja eine Menge ist, weil es eben 140, ja, also sie waren ja trotzdem Favorit auf Weiterkommen. Jetzt sind sie es gewisslich, sind eben 140, sind eben nur 1,4%, aber trotzdem im Verhältnis zu ihren vorherigen Chancen haben sie ja ein Sechstel, ein Siebtel ungefähr dazu gewonnen oder so, ne? Also ein Siebtel der. Ein Sechstel der vorherigen Chancen. Vorher waren es 840, da ist genau ein Sechstel davon, sind 140. So, deswegen habe ich gesagt, ein Sechstel, ein Siebtel. Im Nachhinein sind es natürlich ein Siebtel. Also das ist ein Siebtel von dem. So, und dann ist immer die Frage, was sind 100%? Wenn das 100% sind, ist das ein Siebtel. Aber wenn die vorherigen 100% waren, dann haben sie halt ein Sechstel. So ist es kompliziert mit der. So, England hat auch, oder komplizierter oder einfacher, muss ich nur festlegen, was sind 100%? Ach Mensch, Mathematikunterricht wollen wir ja gar nicht. So, wenn England hier dazu gewonnen hat, ganz klar, Senegal natürlich auch dazu gewinnen, verdoppelt ihre Chancen, was eben enorm ist. Aber die waren ja eben auch überhaupt nicht Favorit, sodass man das also auch erklären kann. USA auch verdoppelt, ist interessant, diese Werte, ne, dass es sich genau verdoppelt. Aber es war eben auch ein relativ offenes Spiel gegen Iran. Ja, kann man sagen. Ne? Naja, diese Außenseiterchance für Wales, die zählt dann natürlich nicht. Ne? Portugal, Deutschland, diese Sachen müssen wir jetzt wahrscheinlich ignorieren, einen gewissen Zufall oder eben auch diesen Folgewirkungen hiervon zuschreiben, die ich natürlich jetzt, die man nicht so genau beurteilen kann. Also manchmal eben geht es ja nicht ums Achtelfinale, sondern möglicherweise ums Viertelfinale, Halbfinale sogar, wo man eben hier, aber 8 Titel sind ja jetzt auch keine wirkliche Veränderung. Ne? Jetzt müssen wir halt gucken, wer die Verlierer sind. Ach, das ist kurios, ist Argentinien. Da könnte man dann sagen, es muss daran liegen, dass sie eben jetzt eher einem Größeren begegnen. Ja, Dänemark, naja, Ecuador, klar, Ecuador hat ihre kompletten 0,4% eingebüßt. Ne? Ja, andere jetzt näher zu erläutern, Brasilien, ja, möglicherweise, dass eben dann doch zu viele Favoriten, also England und Niederlande, eben drin geblieben sind, wenn man so will, ne? Was eben auch anders hätte ausgehen können, was dann eben kleine Prozentverschiebungen ergibt. Ne? So, insofern finde ich also diese Tabelle und die Entwicklung dann immer ganz spannend und da würde ich aber auch sagen, also unlevelt, das würde ich sagen, weil da müsst ihr mir erstmal jemanden zeigen, der das auch kann. Nun müsst ihr natürlich, dürft ihr gerne fragen, ja, was haben wir denn davon? Nun kannst du hier ein paar Prozente genauer hin und her schieben als ein anderer oder so. Naja, ich glaube schon, dass der ganze wissenschaftliche Ansatz sich sehr wohl früher oder später durchsetzen sollte, weil es eben die richtige Sichtweise ist oder eine angenehme Sichtweise, dass man eben so ein bisschen mehr und besser das versteht, wie sich die
Wahrscheinlichkeiten eben entwickeln, auch also schon im Vorfeld eines Spiels, was eben teilweise am Wettmarkt auch reflektiert wird, aber eben auch während eines Spiels oder während eines Wettbewerbs oder so, dass eben permanent da ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten stattfindet und eben dieses, wer hat was falsch gemacht oder ne, dass das eben nicht berechtigt ist, das am Ergebnis abzuleiten. Also das finde ich halt eine natürlich extrem wichtige Erkenntnis, aber die habe ich eben schon lange, auch bevor ich das rechnen konnte. Also sagen wir so, dass es eben immer beurteilt wird, wer gewonnen hat und dafür halt Gründe gesucht werden. Ich glaube halt tatsächlich, dass in Deutschland daran liegt, weil man eben so viele Titel gewonnen hat, dass man eben dann ja lieber nicht alles für Glück erklärt, ne? Dann sagt man lieber, nee, nee, das ist alles, ne? Weil Deutschland gewinnt so oft und dann ist es natürlich berechtigt und dann haben wir für alles eine Erklärung, warum jemand gewinnt und würden nie sagen, das war Glück oder Pech. Und wenn sie rausfliegen, ja, dann ewige Verdammnis. So, 3,4 unterfair, 6,5 unterfair, 8,0 Spanien unterfair, 9,0 England ist jetzt. Na, immer noch leicht über fair. Wir wissen warum. Eben weil England diese ganz bisschen schwankende Meinung, ich habe gestern das Spiel nicht gesehen, die Statistiken haben wir gesehen, ist okay. Ich würde dann trotzdem sagen, ja, warum nicht England? Also das aus der Vergangenheit abzuleiten, dass sie jetzt keine großen Wettbewerbe gewinnen und so weiter. Argentinien, das kennen wir, das Phänomen liegt eben auch daran, dass ihnen der Sieg heute gegen Polen sozusagen schon einfach gesichert, wie Deutschland der Sieg gegen Costa Rica. Ungefähr hat Argentinien eigentlich schon gewonnen gegen Polen, wo ich mich natürlich dagegen stellen muss, aber dadurch ergibt sich halt hier der gewisse Abstand, ne? Also ich muss mich dagegen stellen, wie wir gleich sehen werden. Deutschland mit einer 13-fach, ja, das ist das gleiche Phänomen, weil wir haben ja die gleiche Differenz, wobei ich ja auch 13-fach zahlen würde aufgrund solcher Zahlen hier. Aber trotzdem ist es ja eine umgekehrte Abweichung. Früher waren wir nahe dran am fairen Kurs auf Deutschland und jetzt ist es halt ein normaler Kurs, den ich auch zahlen würde, der also insofern nicht dieser Entwicklung, also diesen Sieg oder dieses Weiterkommen mit einer zu hohen Wahrscheinlichkeit annimmt. Also das tun sie einfach, ne? Und ich sage, also das wird nicht aus Zweckpessimismus oder was auch immer das sein könnte, sondern, also weil ich gar nicht damit Deutschland jetzt verbunden bin, sondern realistischerweise und auch diese Beobachtung, dass eben dieses Selbstverständliche, dieses Abhaken von Ereignissen und dass er dann der Kommentator garantiert überrascht sein wird, wie gut Costa Rica plötzlich spielt, aber dann eben diese Leistung ihnen natürlich überhaupt nicht zutraut, weil sie sind eben jetzt das ausgemachte Opfer. Und wenn sie eben trotzdem Widerstand leisten, dann wird es ja der deutschen Schwäche zuschieben und auf keinen Fall deren Qualitäten. Also, das werden wir dann erleben morgen Abend. Aber das ist eben alles sozusagen immer aus der falschen Perspektive, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch für den Sieg, aber sie ist auf keinen Fall, also nicht mal nahe an 100% und so, dass es auf keinen Fall eine Sensation wäre, wenn es nicht gelingen würde. Aber auch nicht, wenn man also keine Fehler macht. Also es passiert eben einfach. Also man kann alles richtig spielen, so gut wie man es kann, und trotzdem geht es gegen einen aus. Also im Fußball kann man nicht sagen, mehr als in anderen Sportarten, aber aufgrund der Torarmut, also ich meine, das ist ja alles in den Quoten reflektiert, dass eben die Torarmut ist ja damit abgebildet. Und deswegen ist ja der Kurs morgen, wie wird er sein? 1,20 oder noch kleiner? In Costa Rica noch kleiner, ne? Aber auch nicht so viel kleiner. Ich kann ja nachgucken oder wollen wir es zusammen machen? Ach nein, machen wir morgen, ne? Aber das heißt dann eben 80%, 85 höchstens oder sowas, ne? Die Größenordnung. Und da dürfte ja kein Mensch sagen, wenn 15% eintreten, also die treten nur dann ein, wenn einer sich katastrophal verhält. Nein, die treten dann ein, weil eben Deutschland auch aus 8 klaren Chancen eventuell kein Tor macht oder was auch immer. Ne? Also so eine Möglichkeit gibt es eben, ohne dass man was falsch macht. Ne? Natürlich wird ihnen dann die Abschlussschwäche angekreidet, das ist ja ganz klar. So, also hier, bis daher können wir es gut erklären, das sind eben die Top-Favoriten. Belgien ist jetzt eben hier noch nicht genannt, weil in Belgien hier zu weit weg ist, da haben wir immer noch die 70 und bei mir 68,97.
Ja, habe ich die jetzt überschätzt oder was? Und Dänemark ist eben weiterhin, sagen wir mal, doppelt so hoch hier die Quote gegenüber meiner, was aber auch eben daran liegt, dass ich von Anfang an schon Dänemark besser fand. Aber ich finde eben auch nicht, dass ich da einen großen Fehler gemacht habe. Ich fand das Spiel sehr, sehr gut gegen Frankreich, auch wenn wir da einen der Top-Kandidaten gesehen haben, der sich dann doch meinetwegen verdient auch durchgesetzt hat. Aber Dänemark hat mir genau den Eindruck gemacht, was ich mir von ihnen versprochen hatte. Und bei Kroatien, ja, 58, aber jetzt hier sind es 50. Niederlande ist eben dann wieder hier der Ausreißer mit 17 gegenüber 10,19. Das ist halt der gleiche Effekt wie bei England, dass eben diese beiden Mannschaften quasi die Welt dann nicht so überzeugt haben. Das war natürlich vor allem das zweite Spiel, wobei eben Niederlande auch das Spiel gegen Senegal nicht unbedingt positiv angerechnet wurde. Das gestrige wird man dann so abhaken, aber das zweite Spiel war eben dann richtig schlecht gegen Ecuador, wo sie auch hätten verlieren müssen. Und bei England war es genauso, das zweite Spiel gegen USA, ne, wo sie dann mit Ach und Krach da 0-0, aber ja, wenn ein Tor gefallen wäre, hätten sie ja immer noch handeln können. Ne? So, jetzt haben wir also auch diesen Teil durch bei 31, das merke ich mir. Ne? Und jetzt spreche ich, also ich habe eben 20, 31, muss ich mir merken. So, dann kann ich es in die Timeline schreiben. So, Australien, Dänemark. Ja, also, dass ich jetzt hier sowas überhaupt lindgrün, dass man eben sieht, wo ist was überfair. Warum es so ist, wir wissen genau, worum es geht. Australien ist zwar happy, happy, happy mit dem Draw, ist von auszugehen, aber Dänemark braucht eben den Sieg. Und insofern ist eben das Remis dadurch etwas unwahrscheinlicher. Gestern habe ich es bei Iran, USA eben auch gesagt, dass wir hier das X nehmen sollten. Ich habe es auch proposed hier oder als Tipp vorgeschlagen. Aber es ist nicht gekommen, aber ich finde es halt eigentlich meine Analyse da absolut on spot. Also das war eben richtig. Besser geht es eben nicht, weil eben das Remis trotzdem so viel wahrscheinlicher war, als, naja, also es war nicht so viel unwahrscheinlicher, wie es der Markt gemacht hätte gegenüber einem normalen Spiel. Weil eben, also näher dran geht ja sowieso nicht, weil eben die haben es 1-0 gemacht, dann eben gar keine Chance mehr gehabt. Die anderen hatten danach, wo es ja auch im Studio gleich hieß, naja, 1-1 wäre verdient gewesen, nach meinen Zahlen nicht ganz, aber wie gesagt, das haben wir ja schon besprochen. Aber trotzdem war es ja dann immer noch so nah dran am X, dass man eben sagt, naja, selbst wenn es jetzt 50-50 oder 30-70 gewesen wäre, wäre es immer noch deutlich eine gute Wette gewesen, ne? Dass sie da vielleicht den Ausgleich schaffen. So. Und so könnte es eben hier auch verlaufen. Ne? Also ich meine, ich will den Dänen jetzt gar nichts da unterstellen und auch jetzt eher einen positiven Fußball erhoffen, wo es dann immer wieder heißt vor dem Spiel, ja, wir hoffen auf ein paar schöne Tore und so. Und nach 10 Minuten spätestens heißt dann, ist gar nicht das, was wir erhofft haben. Ja, dann solltet ihr mal verstehen und lernen, wie der Fußball eigentlich gespielt wird und wie es geht. Und dann braucht ihr nicht permanent enttäuscht zu sein. Aber ich könnte eben trotzdem bei dem Spiel mir das in dem Falle mal ausnahmsweise doch vorstellen, dass eben ein bisschen Fußball gespielt wird. Da ist eben Aussies, haben ja jetzt sowieso nichts weiter zu verlieren. Ja klar, wenn man eben sagt, ein X ist schon mal was für sie. Wahrscheinlich spielen sie dann auch nicht so viel anders als die anderen, aber trotzdem bleibt ja für sie halt diese Sensation. Bei USA war es ja gestern klar, wäre es auch für Iran die Überraschung gewesen, ne? Aber trotzdem war da jetzt der klare Favorit, ne, der, ja, also ist hier jetzt nicht so viel anders, könnte man nicht sagen. Ne? Aber naja, nee, kann man dann eben doch nur gleichsetzen wieder. Ne? Aber Dänemark würde ich dann trotzdem so charakterlich ein bisschen so einschätzen, dass sie vielleicht dann noch weiterspielen, dass sie einfach ein bisschen Fußball spielen. Aber ja, dann würde das natürlich gegen das X sprechen. Ne? Aber es ist ja auch nur hauchdünn indiziert und eben da ja, jetzt diese Abwehrschlacht so ein bisschen wie Iran eben, vielleicht schaffen wir es ja bis zum 90. da dicht zu halten oder so, ne? Wenn ein Wunder geschieht, machen wir mal ein Tor und dann müssen die erstmal ausgleichen. Aber wie gesagt, die 4,22 sind ja sowieso nur in Größenordnung von 25 oder ein bisschen drunter Prozent braucht man nur für das X. Also, na, soll ich das dann sagen? Ich empfehle es. Es ist eben genauso dünner Vorteil wie bei Senegal, da ist es aber aufgegangen. Und hier, aber da war es ja X2, wo es dann ganz kleine Quote gibt. Hier kriegt man eine richtig hohe Quote mit minimal Value. Also ich hoffe, ihr habt genug darüber gehört jetzt. Bei Tunesien, Frankreich ist ja ganz klar, Frankreich ist schon weiter. Tunesien braucht den Sieg. Ob nun Frankreich da irgendwas rüberspielt, das ist ja so ein bisschen verbunden, Verbindung, also auch Landessprache, würde ich sagen, Französisch. Und das ist also so, naja, viele, also Austausch da gibt, sagen wir mal.
Also auch jetzt Evading, nee, wie heißt es hier, dass die Leute so auswandern und einwandern und wie auch immer. Also da gibt es, und französische Liga würde ich auch sagen, sind sicherlich einige Tunesier, zum Beispiel jetzt mal, ne? Das ist also da irgendwie etwas, sich etwas näher stehen. Aber das heißt nicht, dass Frankreich sich jetzt irgendwie erlauben könnte, hier rüber zu spielen oder denen da einen Sieg zu schenken, ne? Und das muss ja dann noch aufs Ergebnis, kommt es ja dann an oder so, ne, dass man dann noch zielgerichtet Ergebnisse da liefern muss oder so. Die haben ja wohl minus zwei und ach, weiß jetzt nicht so genau, Australien hat ja auch minus zwei Tore. Also wenn die das X schaffen, dann genügt Tunesien jeder Sieg. Wenn Dänemark gewinnt, dann ist es ja zielgerichtet sozusagen, ne? Also Dänemark hat ja 1 zu 2 und 0 zu 0. Dann haben sie eben 1 zu 2 Tore. Wenn die jetzt mit einem Tor gewinnen, dann müsste halt Tunesien mit zwei Toren gewinnen. So würde ich es jetzt erstmal interpretieren. Aber das ist mir alles zu viel Rechnerei natürlich. Ich denke, der Markt wird es auf jeden Fall höher gesetzt haben, den Frankreich-Kurs, eben aufgrund der Überlegung, dass sie sagen, die müssen ja nicht gewinnen. Das ist natürlich auf jeden Fall vernünftig. Insofern sage ich bloß immer diese Rechenschieber. Methodik, die beherrsche ich nicht so, weil das eben, das kann ich ja nicht eingeben. Also sie wollen nicht gewinnen. Ja, Moment. Ja, und jetzt? Und was mache ich denn da? Oder sie wollen nicht, sie brauchen nicht, oder es gibt halt so Charaktere, dann muss ich ja sagen, wie viel Prozent kostet das Spielstärke? Also ich glaube halt, es geht darauf zurück, dass es auf jeden Fall für alle im Kader sozusagen jetzt diese Chance gibt, da ihren WM-Auftritt zu haben. Und also das, ich weiß es nicht, was Deschamps da machen wird und habe die Aufstellung jetzt auch nicht gelesen und finde auch sowas nicht so übertrieben spannend. Aber ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall hier mehr von denen, die sonst weniger spielen, auf dem Feld stehen werden. Und davon ausgehend soll das eben die Chancen schmälern. Also das wäre eine Behauptung des Wettmarktes, der aber nicht so in dem Sinne Behauptungen aufstellt, sondern eher halt, nee, Frankreich spiele ich nicht, die müssen ja nicht gewinnen. Ich kann jetzt auch heute gucken, wie der Kurs ist, weil das ja immer dann eine Entwicklungssache auch ist, wo man gucken muss. Aber ich muss mich hier selbst erstmal finden. Also wo meine Quoten hier sind, beziehungsweise wo der Wettmarkt hier ist, das seht ihr jetzt nicht. Aber dass man eventuell nochmal guckt, wie der Kurs. Ne, hier steht immer noch 1,55. Nee, jetzt ist er bei 1,37. Naja, dann heißt es eben doch, dass die vielleicht diese Rivalität gesehen wird. Also jetzt ist es sowieso nicht mehr indiziert. Das ist natürlich auch ziemlich spannend, sowas zu sehen, wenn das eben hier auch kippt. Also von welchem Zeitpunkt natürlich hier müssen wir immer dann, ja, also da gibt es eine Entwicklung, gerade bei den Spielen, wo es um nichts geht, dann können wir das sowieso jetzt streichen, ne, diese Einschätzung hier. Also auch, dass Frankreich überhaupt jetzt hier lindgrün, ne? Ich gucke nochmal, bei Australien, Dänemark ist jetzt 4,30, also aufs X, also ist sogar ein bisschen hochgegangen. Naja, gut, die Behauptung eben kann ja nicht unentschieden werden, der Favorit braucht einen Sieg, keine Ahnung. Also finde ich nicht gerechtfertigt. So, und da bei Tunesien, Frankreich haben wir sowieso keine Indikation, also vergessen wir das. Es ist eben jetzt, also quasi zahlt der Markt meine Kurse, also immer etwas unter fair. Ne? Bei Polen, Argentinien sehen wir schon hier, jetzt ist es 1,44. Ich gebe ja dem Markt in dem Sinne recht, dass Polen die Mannschaft ist, die ich eben nicht haben will. Also das ist eben so, ich kann nicht mir das zwei Spiele lang angucken und immer ihnen eine Chance geben. Das gegen Saudi-Arabien war eben schrecklich und das erste Spiel sowieso, wo sie mit Mühe unentschieden oder was haben sie geholt, ja wahrscheinlich. Also halt gegen Tunesien, also das war schrecklich. Nee, gegen Mexiko, ne? Nee, da haben sie einen Elfmeter gehabt. Naja, okay, jetzt weiß ich es wieder. Ach Mann, Entschuldigung, sind zu viele Spiele. Fakt ist, die haben mir trotzdem nicht gefallen. Also das zweite Spiel war eben schrecklich und das erste war halt 0-0. Naja, verschossener Elfer. Und gegen Saudi war halt nichts. So, also dann würde ich sagen, von Anfang an habe ich es ein bisschen besser gehabt als der Markt. Der Markt hat hier eher recht gehabt, gebe ich ja alles zu. Eben der Weltstar scheint eben, also tritt nicht so in Erscheinung, wenn man so will, weil eben das doch nicht sein Spiel ist in dem Sinne. Das ist eben das permanente Kombinationsspiel im vorderen Drittel, wo er eben dann seine Stärken auch zeigt. Also auch diese Ballbehauptung und so eine Sachen, die sind halt. Naja, es müssen mehr Bälle auch sowieso in die Richtung kommen. Das ganze Mannschaft, also muss nach vorne verlagert sein, das Spiel, darf man ja so sagen. Und dann
Eben, also jetzt Bälle behaupten, prallen lassen oder dann eben diesen kleinen Geistesblitz zu haben oder eben blitzschnell drehen das und so. Aber zu diesen Situationen, ne, und aufs Tor, diese Situationen kommen eben nicht. Und dann eben das Spiel da selbst in die Hand zu nehmen, das ist eben nicht sein Charakter. Ne? Also jetzt da ins Mittelfeld zurückzugehen und von da aus die Fäden ziehen zu wollen, das kann man jetzt sowieso nicht verlangen. Insofern ist also, sagen wir mal, das dann einfach überbewertet und das muss man eben dann einsehen und so. Aber Argentinien war ja auch nicht gut. Das ist ja jetzt mein sozusagen Aber, ne? Wo ich vorher dachte, klar, gehören dazu, was soll ich machen? Und kann ja auch noch so kommen. Aber diese Leistungen waren eben dann doch zu dürftig, beide. Und dieses 2-0 gegen Mexiko war eben. Jetzt kommt hier irgendein Anruf. Nee, das kann ich jetzt nicht annehmen. Skype-Audio. Nein, also haben wir das Spiel besprochen. Ich muss 1x nehmen, weil eben Argentinien mir zu schwach war. Natürlich hier sozusagen stelle ich mich gegen die Welt, das sehe ich ein. Argentinien wird jetzt eben sozusagen auch in die nächste Runde gelobt, auch aufgrund von schlechten Polen. Dass man sagt, ja, nun haben sie es mal gerade gebogen, den Sieg geholt, jetzt wird es schon besser werden. Ich muss eben dann 1x nehmen und mit schlechten Gefühlen aufgrund dessen, dass mir die Mannschaft nicht so viel Spaß gemacht hat. Und alles, was ich eben beschrieben habe. Saudi-Arabien, Mexiko kommt ja nichts raus bei mir. Also jetzt gegen die Saudis würde ich sowieso nicht wollen, obwohl ich Mexiko weiterhin ordentlich finde, auch im Spiel gegen Argentinien, auch wenn man sagt, wie wollen sie ein Tor schießen. Aber okay, geht halt nicht. Und das haben wir bei anderen auch gesehen. Aber ich fand trotzdem, dass sie ausreichend viele gute Spieler haben, so wie ich es erwartet habe. Aber Saudi hat mich eben natürlich trotzdem dann auch begeistert im zweiten Spiel. Sagen würde, nee, also ein bisschen wie Iran, ne, passt es jetzt genau eigentlich auch die Verhältnisse auch in dem Spiel, wo ich dann sagen würde, nee, eher schon würde ich denen das jetzt zutrauen, dann nochmal zu überraschen. Wenn es von den Zahlen her nicht aufgeht, mache ich es natürlich nicht. Aber da würde ich eher schon anpassen, ein bisschen in die Richtung, hey, die waren doch gut. Aber Iran, da habe ich mich ja dann drauf gestützt, da hat es ja dann auch nicht geklappt. Ne? Also, obwohl es dann auch wieder ja, ganz knapp war, ne, würde ich sagen. So, aber das, so ein ja, verklemmtes Spiel würde ich hier auch nicht erwarten, wobei ich eben bei Mexiko dann eher denken würde, die versuchen das so systematisch in Richtung dieses einen Tores. Wobei hier ja das Problem ist, dass Argentinien bei einem Sieg zwar durch ist und Polen raus, nee, 4 Punkte hat, aber Mexiko muss ja erstmal auf 4 Punkte kommen oder auch Saudi-Arabien. Dann geht es ja wieder ums Torverhältnis, ne? Also Polen kann sogar bei einer knappen Niederlage durchgehen, ne? Das ist eben so ein bisschen für die andere Paarung. Tut mir leid. So kleiner Einfluss, ne? Wenn jetzt eben Mexiko führen sollte und es reicht nicht nach dem Tor, dann müssen die hoffen, dass Argentinien, da müssen wir jetzt genau gucken, aber diese ganzen Rechnereien, das sind vielleicht während des Spiels vorab für eine Einschätzung, es kommt ja jetzt hier sowieso nicht zu einer Wette oder so, ne? Also das habe ich jetzt, wenn ich es nicht genau durchgerechnet habe, dann seht mir das bitte nach, weil ich eben das auch nicht so mag. Also das nervt mich halt so ein bisschen, ne? Okay, jetzt bin ich aber auch wirklich durch. Macht wieder ein bisschen Kommentare. Gestern hatten wir ja reichlich und dann macht es ja auch Spaß. Ich antworte ja immer. Lasst das Like da, abonniert meinen Kanal natürlich und schaut rein bei Betty. Die WM-Spiele kann man berechnen jetzt immerhin. Naja, und so weiter. Und dann kommen wir halt allmählich natürlich der Sache hier immer näher. Also auch, naja, dass ich die Software halt jetzt allmählich mal besser machen kann und so weiter. So, danke euch erstmal. Ciao, wir sehen uns.